Hallo. Dankeschön fürs Kommen, trotz des Gewitters. In dem Talk wird es darum gehen, um einen etwas seltsamen Event, der im Guardian im Keller passieren ist, wie wahrscheinlich ihr alle wisst. Und zwar war DCHQ bei denen und hat die Laptops vernichtet, die von die Material von Edward Snowden enthielten. Es ist noch eine Sache, ich sehe im Moment die Folie nicht, deswegen ist es ein bisschen schwierig für mich zu übersetzen und ich bin alleine. Aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen, weil ich kann ja nicht rüberlaufen und da nachhaken. Falls mich jemand auf der Tonspur hört, wäre es nett, wenn ich auch die Folien bekomme. Als die Reporter vom Guardian das Material von Snowden bekommen hat, ging es darum, dass sie die natürlich erstmal sichern mussten und haben sie natürlich erstmal verschlüsselt auf AirGap-Rechnern in einem sicheren Raum aufbewahrt. Und der wurde rund um die Uhr bewacht und sie haben aus dem Raum jegliche weitere Elektronik verbannt. Also es ging wirklich darum, dass die Informationen, die ja auch zum Teil eventuell komprimierend sind, nicht rausgelangen. Natürlich war die britische Regierung überhaupt nicht glücklich mit den Veröffentlichungen des Guardians und deswegen hat Jeremy Hune aus der Regierung den Guardian unter Druck gesetzt, diese Dokumente zurückzugeben. Ja, es ging darum, welche Dateien wurden denn überhaupt dem Guardian gegeben und welche, um eben auch einfach gegen Snowden und den Guardian eventuell halt Anklage üben zu können. Der Guardian hat sich darum nicht gekümmert. Einen Moment, ich habe einen Anruf. Sorry, das geht hier alles etwas durcheinander. Da bin ich wieder. Und es wurde halt gesagt, dass im Endeffekt, dass sich eher anhört, was die Regierung da abzieht, wie von der russischen Mafia, als jetzt von einer demokratisch gewählten Regierung. Da bin ich wieder. Auch jetzt wurde ich wieder etwas gefragt. Es tut mir leid. Ich versuche wieder reinzukommen. Es ging darum, dass sie die Festplatten vernichten sollten. Und der Guardian hat gesagt, also da machen wir nicht mit. Insbesondere ging es um mechanische Zerstörung. Und es wurde praktisch ihnen exakt gesagt, was sie zu tun hatten in diesem Keller. Dem Guardian wurde gesagt vom GCHQ, und der GCHQ hat zwei Experten geschickt, technische Experten, die diesen Prozess des Zerstörens auf ihren iPhones aufgenommen haben. Das ist schon etwas albern. Jetzt kommt hier ein kleiner Ausschnitt, der die Bilder zeigt, wie die Festplatten danach aussahen. Und hier gibt es, wie zum Beispiel mit einer Flex, die Festplatten zerstört werden. Also das mussten die Reporter selbst tun. Und die Aufpasserchen von der Regierung haben das gefilmt. Hier wird zum Beispiel mit einer Bohrmaschine durch eine Platine gebohrt. Etwas später, 6 Monate später, sind wir hingegangen zum Guardian und haben versucht zu lernen, wie eigentlich dieser GCHQ dem Guardian darüber gesagt hat, wie das zu zerstören wäre.
vielleicht kann man darüber etwas lernen, wie man Data, also Daten auf Geräten zerstören kann. Es ist eigentlich ausreichend, den Hard Drive, also die Festplatte zu zerstören, aber die Guardian-Reporter mussten deutlich mehr Teile zerstören. Zum Beispiel hier ist der Trackpad-Controller, auch vorher, nachher Bilder. Und der Serial Flash Chip, der 2 Megabit an Daten aufnehmen könnte, wurde auch zerstört. Und das ist interessant. Der andere Chip wurde intakt gelassen. Und wenn man das mal genauer betrachtet, dann hat man ziemlich viele Chips auf einem MacBook in dem Fall. Und als Beispiel, immer sogar der Controller der Stromversorgung, der Batterie, hat einen Controller. Und hier ist etwas von DEFCON Talk von Dan Kaminsky. Und im Endeffekt wurde gesagt, dass die große Lüge ist, dass der Computer nur aus einem Computer besteht. Im Endeffekt sind das ganz viele kleine Computer, eben zum Beispiel die Grafikkarte oder so, die ihre eigenen Aufgaben haben und ihre eigene Firmware haben, die eben unabhängig voneinander sind. Und dann ging es darum, vielleicht hat die GCHQ einfach nur die irgendwie schikanieren wollen. Das ist ein symbolischer Akt war, aber eigentlich nicht wirklich eine Funktion hatte. Es ist halt so, dass der GCHQ die Joint Threat Research Intelligence Group hat und da drin steht, dass es auch mit schmutzigen Tricks möglich sein muss, generell einige Dinge im Computer zu zerstören. Ich bekomme jetzt gerade Verstärkung vom meinem Kollegen Engel und bin darüber ganz froh, weil dann kann ich auch mal eine kleine Pause machen. Ich übergebe gleich mal. Dankeschön. Dies war ein symbolischer Akt vom technischen Standpunkt aus, weil es immer noch Regeln der Bürokratie gibt und die britische Regierung hat eine große Menge von Dokumenten, die sagen, wie Information zerstört werden soll. Eine andere Sache, die hier es wert ist, bemerkt zu werden, ist, dass es gar nicht die Absicht war, dass dieser Zerstörungsprozess öffentlich wurde. Ist hier also missinformiert worden? Vielleicht. Es gibt aber eventuell gültige Gründe für diese Zerstörung. Nachdem wir unser Posting veröffentlichten, gab es Kommentare, die wir zwar nicht überprüfen könnten, aber es gab interessante Theorien, dass die gültig sein könnten. Der erste Kommentar war, als ich für Apple gearbeitet habe oder Convergys, war eine der Hauptdinge, dass wir nicht unsere eigenen Peripheriegeräte wie Mäuse, Tastaturen und so mitbringen dürften. Das Problem ist, dass diese vielleicht angepasst werden könnten, um Kunden- oder Klienteninformationen zu speichern und kopieren. Eine andere Person, die behauptete, in Datenzerstörung zu arbeiten, hat geschrieben, ich habe die neuen iDevices von hochrangigen Regierungsangehörigen zerstört, weil sie diese in ein geheimes Netzwerk verbunden haben zum Aufladen für weniger als eine Minute. Dieses Dokument, das Governments Sicherheitsklassifizierung enthält, definiert, was Top Secret ist und wie das zerstört werden sollte. Die Definition lautet, die empfindlichste Information Ihrer Majestät benötigt die höchsten Schutzniveaus von den entschärften Bedrohungen. Zum Beispiel, eine Kompromittierung könnte, wenn eine Kompromittierung weit verbreiteten Lebensbedrohungen könnte. Hier ein weiteres Dokument durch die Communications Electronic Security Group, eine Gruppe innerhalb des britischen Geheimdienstes. Hier wird also die Einschätzung von Risiken betrieben. Diese Risiken werden in Abhängigkeit von Bedrohungen definiert.
Es geht hier um Bedrohungsquellen und basiert auf einer Top-Secret-Klassifizierung. Was sind die Bedrohungen für Agenten und Quellen? Es gibt also auch ein definierendes Dokument, sagt, das Bedrohungsprofil für Top-Secret reflektiert die höchsten Angriffsmöglichkeiten gegen die empfindlichsten Informationen der Nation. Es wird angenommen, dass fortgeschrittene staatliche Aktoren sich konzentrieren würden auf die Kompromittierung dieser Art von Informationen mit naja, und so weiter. Die NSA haben einen Katalog über Implantate, die sie in alle möglichen Dinge einbauen können, in einer Maschine. Dies ist eine Art von Implantat, die sie in eine Tastatur einbauen können, mit denen sie dass die Tastatur mit Radar bestrahlt wird und dann anschließend dieser Chip die Tastatur Anschläge zurückliefert, wie ein Keylogger. Dies ist Information, die ausgefiltert wird, nicht auf dem Gerät gespeichert wird. Es ist nicht schwer, aber kreativer zu sein und andere Implantate sich auszudenken, die tatsächlich die Informationen vorübergehend speichern, innerhalb des Implantats für späteres einsammeln. Es gibt zwei Dokumente, über die ich Bescheid weiß, die Gegenmaßnahmen gegen Kompromittierung enthalten. Es gibt die Informationen der Regierung Ihrer Majestät, Notiz Nummer 5. Die sind Standards, die die Regierung benutzt. Ich habe einfach versucht, mal den Geheimdienst freundlich nach einer Kopie zu fragen, aber das haben sie sich, da haben sie sich geweigert, weil dieses Dokument angeblich nur für Inquisitionen im öffentlichen Sektor zugänglich ist. Aber in derselben E-Mail sagten sie auch, dass Kommunikation mit GCSQ beobachtet werden kann und aufgezeichnet werden kann für Effizienz und andere gesetzliche Zwecke. Also hier wurde wenigstens mitgeteilt, dass man beobachtet wird. Ein anderes Dokument ist die Joint Service Publication 440, ein 2400 Seiten starkes Handbuch über Sicherheit vom Verteidigungsministerium. Dies wurde von WikiLeaks geleakt. Es enthält eine Tabelle, die beschreibt, wie verschiedene Typen von Chips zerstört werden sollen, abhängig davon, wie empfindlich die Information ist. Es gibt hier den Enhanced Standard, den erweiterten Standard. Also zum Beispiel für IP-ROM hat man Chip löschen und dann überschreiben oder zerstören. Was, und das ist, was Sie hier getan haben. Sie haben die Chips verbrannt. Seltsamerweise hat dieses Dokument auch einen Absatz, in dem es heißt, was die, das Ziel der Sicherheitsmaßnahmen ist. Es sagt, dass das Ziel ist, vor allem Kontakte zu verdecken, die in CSSRAs gemacht werden und die gemacht wurden, um die Informationen vor FISs zu schützen. Ich weiß nicht, was diese Abkürzungen bedeuten. Danke, Mustafa. Wie er gesagt hat, wir konnten nicht all die Dokumente erreichen, die wir brauchten, um herauszufinden, was sie eigentlich tun. Aber wir wollten herausfinden, ob es irgendwelche anderen Dokumente gibt, die erklären würden, wie sie arbeiten und warum sie so arbeiten, wie sie es tun. Wir haben also die Five Eyes-Länder durchgeschaut und es stellt sich heraus, dass die Großbritannien die Prozeduren, die sie anwenden, veröffentlicht, die Prozeduren, um Informationen zu zerstören. Dieses Dokument hier redet über Säuberung. Und egal, was man mit einer Festplatte tut, nach JCHQ ist es so, dass falls diese Platte Top-Secret-Informationen enthält, bleibt diese Festplatte immer Top-Secret, weil sie in ihren Worten keinen effektiven Weg haben, mit denen es völlig gereinigt werden könnte.
Wir haben also selbst all diese Geräte und in einigen Fällen möchten wir vielleicht sehr empfindliche Informationen löschen. Das ist also interessant. Wir haben uns die Five Eyes-Länder angeschaut und haben das gesucht, was wir für die relevanten Komponenten halten, wenn es darum geht, Dokumente zu zerstören. Und wir schauen uns einige an. Es geht hier zum Beispiel um flüchtige Speicher wie RAM, aber auch für Hard-Festplatten. Dann geht es darum, was sind erlaubte Zerstörungsmethoden für die verschiedenen Typen von Speichermedien. Ich habe hier hervorgehoben, Zermalen und Zerschneiden und Demagnetisierungsabschnitte. Also keine von denen sind tatsächlich relevant für Zerstörung. Bewegen wir uns weiter zu den eigentlichen Abschnitten darüber, was Zerstörung eigentlich bedeutet für diese Agenturen, für diese Dienste, also für verschiedene Speichermedien. Verlangen Sie, dass nach dem Prozess die Größe der Staubpartikel weniger als eine bestimmte Maximalgröße sein muss, weil ein Gegner eventuell sonst die Informationen sogar von diesen kleinen Bruchstücken wieder bekommen könnte. Und man sieht also, dass das Material oder das elektronische Gerät, das Top-Secret-Informationen enthält, das geschreddert wurde, jedes Partikel, das mehr als 12 mm groß ist, wurde immer noch als Secret eingestuft. Also dieser 12 mm Standard war in Ihren Augen tatsächlich immer noch nicht ausreichend, und wir denken, dass Sie selbst wohl Informationen von einem solchen Bruchstück wieder bekommen könnten. Wenn ihr nun links schaut in die Tabelle, dann seht ihr, dass nur wenn der Staub weniger als 3 mm groß ist, würde dies als eine wirkliche adäquate Zerstörung angesehen. Also wie Mustafa gesagt hat, der gesamte Prozess beim Guardian wurde überwacht oder beaufsichtigt von zwei Agenten. Und interessanterweise ist es so, dass die Five Eyes Handbuch für die Handbücher für einige dieser Five Eyes Länder über die Zerstörung, dass da verlangt wird, dass zwei Agenten tatsächlich anwesend sind mit Top Secret oder Security Clearance, falls die Information, die zerstört werden soll, auch Top Secret ist. Und dies scheint also sehr gut zu passen zu dem, was wir gesehen haben bei GCHQ. Zwei Agenten kamen her, um die Zerstörung zu beaufsichtigen. Wenn man sich Dinge wie flüchtigen Speicher anschaut, wie RAM, interessant ist also hier die Zeile, in der es heißt, dass die meisten Leute würden danken, wenn wir die Elektrizität wegnehmen, dass in wenigen Sekunden es sehr, sehr schwer sein würde, Informationen herauszuholen. Aber es gibt also viele Menschen in der Forensik, die hier mit Stickstoff das kühlen, um mehr Zeit zu bekommen. Aber wenn man hier sieht, wir haben ein Betriebssystem, das kryptografische Schlüssel im Speicher hält, und zwar immer in der gleichen Speicherstelle, dann gibt es sowas wie das Einbrennen von diesen Daten. Also abhängig vom Bedrohungsmodell es ist so, dass GCHQ wohl denken, was ist, wenn China oder Russland diese Geräte in die Hände bekommt nach der Zerstörung, dann könnten sie vielleicht die kryptografischen Schlüssel wieder bekommen, die benutzt wurden oder die vielleicht zur Entschlüsselung benutzt werden können. Das Zweite ist, selbst ein nicht flüchtiger Speicher wie eine Festplatte hat Bereiche, in denen, was auch immer man tut, Informationen immer noch zurückbleibt in einzelnen Chips. Ich möchte euch hier nur kurz zeigen, eine Reflexion von dem, was die Zerstörung hier angeht. Was hier ist also, was sie mit vier RAM-Sticks gemacht haben, hier horizontal aufgeteilt, ein bisschen schwer zu sehen. Wenn man also jetzt sich anschaut, basierend auf der Tatsache, dass der Speicher einige der kryptografischen Schlüssel enthalten könnte, ist dies also das, was Sie für nötig gehalten haben, um diese Informationen sicher zu halten gegen Leute, die vielleicht diese Komponenten in die Hände bekommen könnten? Was einen Festplatte angeht, da ging es nicht nur um die wirklichen Platten, um die es ging, sondern es geht hier auch um einzelne Chips auf dem Controller oder wo auch immer. Also wir sehen hier,
dass das eventuell in diden Chips vielleicht Malware, Schadsoftware gespeichert sein könnte, die eventuell eine Wiederherstellung der Daten durch eine dritte oder vierte Partei ermöglicht hätte. Und dies ist, was Sie mit einzelnen Platten in den Festplatten getan haben. Sie haben sie entmagnetisiert und dann mit Bohrern bearbeitet. Es gibt viele andere Komponenten. Ich habe nicht die Zeit, um euch das alles zu zeigen. Aber es gibt eine interessante Sache bezüglich Flash-Speicher. Hier heißt es im Wesentlichen, was auch immer man tut, schon wieder muss man die verschiedenen Klassifizierungen wieder beachten, abhängig also von der Klassifikation, die Information, die enthalten war, hatte, Top Secret oder Secret. Ich habe hier außerdem die Folie, in der man zeigt, man kann hier reflektieren, was im Vergleich zwischen Australien und Neuseeland gesagt wird. Also abhängig davon, wer jetzt hier die Zerstörung beschlossen und durchgeführt hätte. Kanada und USA, da haben wir sehr große Dokumente, die bei Cryptome veröffentlicht wurden, das könnt ihr selbst lesen, die also über richtige, ordentliche Zerstörung handeln. Und die also reflektieren sehr genau, wenn auch nicht exakt, all die Dokumentation, die wir bekommen konnten aus Neuseeland, Australien, Kanada und den USA. Und Kanada hat also die gleichen Dinge hier, 2 Millimeter Grenzgröße für sichere, für Top-Secret-Informationen. Wir konnten außerdem herausfinden, Informationen über Firmen, die Outsourcing für solche Zerstörungen anbieten. Und wir hatten natürlich wieder keinen Zugang für das, was die britische Regierung als nötig angesehen hat. Aber viele dieser Firmen sagen tatsächlich, was in IA5 enthalten ist. Wenn ihr schaut, die letzte Zeile, wo sie darüber reden, dass die Partikel 2 Millimeter oder 6 Millimeter groß sein dürfen, und das wiederum passt sehr klar zu dem, was Australien, Neuseeland und Kanada und USA sagen. Das ist also sehr, sehr interessant. Die anderen 4 Augen sind also durchaus bereit, diese Reinigungs- und Zerstörungsprozeduren zu veröffentlichen, aber Großbritannien nicht. Das war also sehr interessant. Gehen wir weiter zu dem, was Keyboard-Controller hier erfahren haben als Behandlung. Von Leuten, mit denen wir gesprochen haben, wissen wir, dass dies bestimmte Informationen zurückhalten kann über Tastendrücke, die man gemacht hat, also vielleicht Passwörter oder Passphrasen, mit denen man Schlüssel entsperren kann. Wenn also jemand seine Hände da das in die Hand bekommen könnte, dann könnte man vielleicht Zugang haben für Passphrasen, für Schlüssel. Und hier ein Trackpad-Controller, dies ist also hier der zerstörte, zerschlagene Trackpad-Controller eines MacBook 15 Zoll. Vergrößern wir hier den unteren Teil. Hier ist ein Chip. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Auf der rechten Seite, Sie haben hier also speziell diesen Chip durchbohrt, der die Keyboard, Tastatur und Maus hier steuert. Und der kann bis zu 2 Megabits Informationen speichern. 2 Megabit. Und das ist also ziemlich viel Information, und wenn jemand also dies eingetragen hätte, hier bestimmte Informationen eingegeben hätte, dies könnte der Ort sein, wo ein Angreifer diese Passwörter vielleicht wiederherstellen könnte. Und ihr werdet bald sehen, dass es also Theorien gibt über Malware, die man könnte diese Theorien glauben oder nicht, aber es gibt viele, über die wir noch sprechen werden. Die andere interessante Sache ist, dass sie die Batteriecontroller von all den MacBooks zerstört haben, die Top-Secret-Dokumente enthalten hatten. Und dies ist also nur einer, aber alle 3 wurden genau diese Weise zerstört. Dies ist die Vorderseite, und ihr könnt sie hier links sehen. Es gab einen bestimmten Chip, der zerstört wurde, und wir haben nun neue Forschung gesehen, in denen Leute geschrieben haben, was man aus Mustern von Energieverbrauch ablesen kann. Theoretisch könnte man herausbekommen, was der User getan hat auf dem Laptop, einfach durch die Energieverbrauch über die Zeit. Dies ist wieder die Vorderseite, dieser Chip hier auf der linken Seite, zum Vergleich eine 5-Pence-Münze. So dass ihr die Größenordnung sehen könnt. Und sie waren sehr, sehr genau. Sie kamen hier rein mit ihrer Einkaufsliste sozusagen und gesagten, durchbohrt diesen Chip, dreht es um,
durchbohrt diesen Chip. Also einige andere Dinge, die wir gesehen haben aus Messen oder solchen Veranstaltungen. Es gibt also Hardware-Verkäufer, die große Shredder verkaufen, in denen man ganze Maschinen einschieben kann. Aber beim Guardian wurde das nicht erlaubt und dieses ist das erste Mal, wo wir einen Laptop mit Top-Secret-Informationen haben, der durch GCHQ bereinigt wurde und der dann im öffentlichen Bereich zurückgelassen wurde. Außerdem waren sie interessiert an einer Komponente, die sich Inverting Converter nennt, wieder verbunden mit Energieverbrauch oder mit Energiezufuhr. Viele waren erstaunt, dass sie tatsächlich auch auf diese Bauteile gegangen sind, aber schon wieder die drei Laptops, die zerstört wurden, dort wurde das auf allen Laptops, wurde dies zerstört. Hier wurden, glaube ich, bis zu 256 Kilobits gespeichert und auch hier könnte dies benutzt werden, um dazu herzustellen, was tatsächlich auf dem Laptop drauf war und abhängig davon, wie Apple diesen Chip benutzt, denn in der Realität wissen wir das einfach nicht, wie er konfiguriert ist auf diesem Schaltkreis, was Informationen durchgingen. Apple war nicht sehr offen hier, um mitzuteilen, was hier drauf ist. Dies ist, was mit der CPU angestellt wurde. Sie haben sie einfach in zwei Teile geteilt und es gab keine weitere Zerstörung. Also wurde nicht in Staub zerlegt. Also wenn ihr eine CPU habt, die Informationen enthalten hat oder eine Maschine, die Informationen enthält und wolltet nicht, dass jemand diese Informationen bekommt, dies könnte eine gute Idee sein. Das nächste ist eine SSD-Platte. Die SSD, wie ihr seht, es gibt Leute, die Forschungen da gemacht haben, Malware-Schadsoftware für SSD, wo Informationen abgelegt werden. Sie haben also sind also durchgegangen und haben jede einzelne Komponente zerstört, die auf der SSD war. Das ist nicht so interessant, weil ich denke, viele Leute, wenn sie denken, dass sie Informationen schnell zerstören müssten, wenn sie journalistische Quellen sind oder wenn sie Journalisten sind und jemand klopft an der Tür, ich denke, mit Sicherheit würde die SSD oder die Festplatte das allererste, an das man denkt, was man ins Feuer werfen sollte oder irgendwie behandeln sollte, um es loszuwerden. Was jetzt USB-Sticks angeht, die sicherlich jeder von euch hier im Raum hat, sicher ihr alle habt Informationen auf einem USB-Stick, die ihr nicht in die falschen Hände gelangen lassen wollt. Wir zeigen also nachher, was sie sagten über USB-Sticks, aber es war fast unmöglich, diese adäquat zu reinigen. Also, falls ihr Informationen über USB-Sticks herumreicht, es wäre vielleicht eine gute Idee, diese komplett zu zerstören nachher, falls es sich um eine Angelegenheit von Legen und Tod handelt. Und wir reden nachher über die Art von Bedrohungsmodellen, die unsere Partner hier haben in Lateinamerika und Afrika. Hier auch wieder einfach zeigen, die Konsistenz, in der hier vorgegangen wird. Dies war keine zufällige Angelegenheit, in der jetzt irgendwie zufällige Chips auf jedem USB-Stick zerstört wurden. Dies ist ein anderes Modell USB, leider kein sehr gutes Bild. Meine Kamera ist nicht die beste. Als ich dieses Bild aufnahm, war ich wohl noch nicht ganz in Form. Aber ich hoffe, ihr seht, jeder einzelne Chip auf diesem Stick wurde komplett entfernt. Und in der nächsten Folie seht ihr tatsächlich, was mit jedem einzelnen Chip dann angestellt wurde, der entfernt wurde. Sie wurden dann in sehr, sehr kleine, fast schon Staubpartikel zerlegt. Und ihr könnt sehen, wie die Australier und Neuseeländer und Kanada und die USA hier Regeln haben für die adäquate Zerstörung von Hardware, die enthalten ist, die solches Top-Secret-Information enthalten hat. Dies ist hier offenbar sehr klar zu sehen in dieser Folie, in diesem Bild. Ich möchte also nochmal kurz wiederholen. Einige dieser Dinge, ich hatte leider keine Zeit, all die anderen Punkte hier anzusprechen. Es gab HP-Bildschirme, die zerstört wurden. Wir arbeiten mit Menschen, um vielleicht herauszubekriegen, welche anderen Komponenten sind, was die Speicherfähigkeiten waren, wie es möglich wäre, hier Informationen auf die Chips zu tun, die vielleicht nicht in normalem Betrieb passieren würde mit Schadsoftware oder durch einen Betriebssystemfehler. Was ich aber einigermaßen wichtig fand, GCHQ scheint Apple nicht zu vertrauen mit ihren Top Secrets. Also vielleicht sollten wir, wenn diese Laptops Informationen enthalten, die eine Angelegenheit von Leben und Tod sind für AktivistInnen in Uganda, Nigeria, die unbedingt sie loswerden sollten
Unglücklicherweise ist es so, dass diese Punkte wohl auch für Sie zu berücksichtigen wären. Und es ist hart zu wissen, schwer zu wissen, wo es nun der Delete Key, die Löschtaste jetzt einfach reicht oder wo die Löschtaste, wo physische Zerstörung nötig ist. Wo ist die praktische Lösung abhängig vom jeweiligen Risiko? Also wenn es um Rezepte geht oder Familienfotos, aber in anderen Fällen ist es nicht so ganz klar, was man wirklich tun muss, um Informationen zu löschen von eurer Maschine. Und das Ding ist, wir haben eine Roadmap für Komponenten. Wir wissen, dass jede Komponente, die eventuell Top-Secret-Informationen enthalten könnte, pulverisiert werden musste zu einem also 3 mm mal 3 mm oder weniger. Und das ist jetzt eben öffentlich für die vier Augen. Aber was passiert mit Bezug auf Dell-Laptops zum Beispiel? Wir haben keine Roadmap für all die Komponenten in diesen Computern, die diese Informationen enthalten könnten. Und wir versuchen, über Freedom of Information herauszubekommen von Apple, was sie eigentlich tun und ob es andere Informationen die sie gibt, die sie uns geben könnten über andere Modelle. Ich weiß nicht, wie erfolgreich dies sein wird, weil GCHQ hier über Freedom of Information davon nicht betroffen ist. Dies ist etwas, ich denke, von Chris O'Goyen letzte Nacht. Ihr seht also, als der Terminator zerstört werden musste, all die Schaltkreise zerstört werden mussten, wurde einfach eine sehr heiße, geschmolzene Lavagrube herabgelassen wurde. Und in Realität ist das wohl, was man tun musste. Aber wie gesagt, der Guardian wollte das nicht. Sie wollten die Zerstörung selbst durchführen. Es waren nicht GCHQ-Leute, die das gemacht haben, sondern Guardian-Angestellte, die den Anweisungen der Agenten folgten, was genau für Chips zerstört werden sollten. Also, danach haben wir also versucht, andere Firmen zu. Dell war da deutlich interessiert daran und sie haben, waren bereit, uns alles zu erzählen über Keyboards, über die Tastaturen, was sie wussten. Und sie sagten, dass es Dell-interne Informationen natürlich sind. Und wir haben das Problem, dass die Firmen ja, also vielleicht zusammenfassend sollte man sagen, dass sie es eigentlich veröffentlichen sollten, also was sie wissen. Sie können intransparent bleiben, was eigentlich diese Teilcomputer tun, die am Ende den gesamten Computer ergeben. Oder sie behalten diese Informationen für sich. Und dadurch wissen wir nicht, welchen Risiken wir ausgesetzt sind durch diese Einzelkomponenten. HP hat sich auch komisch verhalten bei unserer Anfrage. Im Endeffekt, eines Tages haben wir eine Antwort bekommen und groß und unterstrichen stand confidential, also vertraulich drauf. Und da stand im Endeffekt drin, dass wir aufpassen müssen, weil das ein vertraulicher Prozess ist. Und dann habe ich geantwortet, ja, das mache ich eigentlich nicht, um mir zuliebe, sondern ich möchte wissen, was diese Chips tun in dem Computer. Und denn es geht darum, um die Sicherheit und dass man vielleicht diese Probleme beseitigen muss. Und im Endeffekt soll das ein öffentlicher, ein bekannter Prozess für uns sein. Da geht es im Endeffekt um Kommunikation. Und dann ging es los mit... Beendet wurde die Kommunikation beendet. Wir dachten, dass wir vielleicht Informationen bekommen darüber, wie ihre Geräte sich verhalten, und wir wollten, bei Privacy International wollten wir diese Informationen nicht einfach nur in unseren Köpfen haben, da hat es keinen Zweck. Wir wollten dies mit der Öffentlichkeit teilen, sodass die Öffentlichkeit Bescheid weiß, ob eine bestimmte Komponente Informationen enthalten kann, dass sie vielleicht löschen wollen. Also
wie Mustafa gesagt hat, wir haben Kontakte gehabt mit sehr ausführlichen Anfragen und einige von denen sind gut, andere sind irgendwo, also ich überlasse es mal euch, zu überlegen, was für euch wohl das Beste, Überzeugendste ist. Ihr könntet heute Abend oder morgen zu uns kommen und eure eigenen Informationen, Theorien mit uns teilen, oder sagen, was hier vielleicht stimmt. Also Security ist ja eine symbolische Machtdemonstration und wir zerstören jetzt also zufällig Chips hier und dort und das ist es, oder das könnte so sein, sie haben aber dieselben Chips auf all den, verschiedenen Computern zerstört, bei den MacBook Airs, also es scheint eine gewisse Begründung oder Motivation zu geben oder Logik hinter dem, was sie taten. Und viele, wohl die meisten der Chips, die sie jetzt zerstörten, würden Dinge wie Firmware enthalten, die vielleicht aktualisiert durch das Betriebssystem aktualisiert werden könnte oder hätte vielleicht aktualisiert werden können auf anderem Weg. Und andere Leute haben uns kontaktiert, um zu sagen, ihr seid Idioten, das ist völlig offensichtlich. Ich habe schon lange in der Security Community gearbeitet und als ich Laptops mit Top-Secret-Informationen hatte, ist dies genau das, was ich getan habe. Aber wieder drum, dies ist spezifisch für den MacBook Air, es ist nicht für irgendwelche anderen Laptops, die viele von euch haben, offenbar Lenovo-Laptops, was tun wir mit denen? Wie können diese Informationen gespeichert werden? Also einige der anderen Sachen, wieder etwas weiter herausliegende Theorien, GCSU wurden zerstörten hier Spuren von Schadstoffen, die sie selbst entstellt haben, eine Theorie. Die waren also schon lange auf den Guardian-Computern und sie sind hineingegangen, um einfach diese Spuren zu verwischen. Ich weiß nicht, dass das stimmt. Ich überlasse es euch, ob ihr glaubt, dass dies passt zu dem, was ihr so seht. Sie haben außerdem eine weitere Theorie. Sie haben Dinge entfernt, wo sie glaubten, dass andere Staaten vielleicht Schadsoftware eingebaut haben, sodass vielleicht Informationen in diese Chips hinein gespeichert werden könnten, sodass diese Gegner vielleicht später zu diesen Computern hingehen könnten und diese Informationen wieder herausholen könnten. Passend zu den Prozeduren, die wir in den Dokumenten gesehen haben, wieder, falls ihr irgendwelche Theorien in dieser Richtung habt, würde ich sie unheimlich gerne hören. Warum ist dies wichtig? Ich denke, von einer Privatsphärenperspektive aus, Datenschutzperspektive, es geht darum, User zu ermächtigen, ermündigen, mit Wissen, wo Information gestört ist und was man, wir sollten ein Recht haben, unsere Information tatsächlich zu zerstören. Also wie stellen wir sicher, dass sie weg ist? Und als ich als ich mein IT-Training in der Uni gemacht habe, habe ich gedacht, dass die Löschtaste ausreicht. Und dann merkte ich irgendwann, die Löschtaste ist nicht genug, weil sie zum Beispiel nichts von der Festplatte löscht. Und dann gab es so Dinge wie Secure Erase, sodass also theoretisch die Information weg sein sollte. Aber wie wir gesehen haben von den Handbüchern aus Australien und Neuseeland und den USA, können sie tatsächlich Informationen herausholen, eben nach diesem Prozess, nachdem dieser Prozess Secure Erase ausgeführt wurde. Wir müssen außerdem Überprüfungstools, Überprüfungswerkzeuge, sodass also Firmware, die auf einer Maschine ist, ob die wirklich vom Hersteller kommt. Also falls Apple oder Lenovo oder irgendjemand Komplize sein möchte in solcher Überwachung, dann müssen sie also diese Hintertüren einbauen und müssen hier diese mit sehr starken kryptografischen Schlüsseln signieren, sodass man also irgendwelchen Dingen überprüfen kann, ob die Firmware in der Maschine tatsächlich von dort kommt, wo man denkt, dass sie herkommt und nicht verändert worden ist in irgendeiner Weise. Und wie wir gesehen haben in aktuellen Forschungen wie bei Thunderstrike 2, dass also tatsächlich im Bootloader zugreifen kann und Malware installieren kann, bevor das Betriebssystem lädt. Hier haben wir Equation Group, wo tatsächlich die Festplattencontroller selbst infiziert wurden und Dateien ändern können, während sie von der Festplatte gelesen werden. Und am Ende Carsten Nohl hier, der, glaube ich, in der ersten Abend präsentiert hat über SS7. Ihr erinnert euch vielleicht an Dinge wie Bad USB. Man könnte also die Firmware flashen und ziemlich verrückte Dinge mit so einem Gerät anstellen und dann das anderen Leuten geben und eventuell diese Leute auch infizieren. Wo in Deutschland im Moment
Wir haben dies von Großbritannien aus ausgeführt. Wir sind jetzt hier in Deutschland. Und für viele Menschen in der Welt ist das Löschen von Informationen eine Angelegenheit von Leben und Tod. Und viele Aktivisten, Aktivistinnen haben sehr empfindliche Informationen, die dazu führen könnte, dass sie in Schwierigkeiten geraten oder irgendwelche ihrer Quellen. Und in einigen Fällen müssen sie also diese Informationen löschen. Und ich möchte nicht wirklich diesen Leuten Rat geben müssen, aber das Einzige, um Leute sicherzustellen, dass Informationen weg ist, wäre, dass sie also einen Angle Grinder verwenden, um diesen ganzen Laptop dann zu behandeln. Also wir müssen dann wirklich wissen, um zu wissen, dass diese Information weg ist, weil die Konsequenzen sonst sehr, sehr schädlich sein könnten. Ich ende jetzt mit einigen offenen Fragen wieder. Es ist also nochmal, dieser Talk war es vielleicht so, dass Leute hier Antworten erwartet haben, aber die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, führte zu mehr Fragen als zu Antworten. Und wenn irgendjemand hier im Publikum diese Fragen beantworten könnte, wäre das sehr, sehr hilfreich. Solange ihr bereit seid, dies zu veröffentlichen über uns. Leute sollten wissen, dass das volle Ausmaß der Informationen, das auf ihrem Laptop ist und wo diese Information ist und wie sie sie entfernen können. Was können sie tun? Also auf einem grundlegenderen Level haben wir das Recht, unsere Informationen zu löschen. Und wenn wir dieses Recht haben und wenn Leute hier im Raum haben, die glauben, dass wir dieses Recht haben, dann sollten wir genau wissen, wo diese Information gespeichert ist und wie man es anstellt, in diese Chips zu gehen und diese Informationen zu löschen, die dort sind, die uns sonst beschädigen könnte oder die uns schon Schaden anrichten könnte, sicherstellen, dass diese Information gelöscht ist. Besitzen wir unsere Geräte oder sind unsere Geräte tatsächlich so aufgesetzt, dass sie uns verraten? Wie müssen wir also diese extremen Maßnahmen ergreifen, die GCHQ ergriffen hat, bevor diese Geräte in die falschen Hände fallen? Ich hätte sehr gerne Zeit, durch mehr Fotos zu gehen, aber wir müssen hier in den Zeitgrenzen bleiben. Wir werden einige dieser anderen Fotos veröffentlichen und Analysen auch über die verschiedenen Komponenten. Das werden wir in den nächsten Monaten tun. Und falls jemand Informationen hat, spezifische Informationen über Komponenten oder ähnliche Komponenten, möchtet ihr vielleicht mit uns Kontakt aufnehmen. Bitte fühlt euch frei, Kontakt aufzunehmen über Twitter. Wie gesagt, dieser Prozess ist sehr öffentlich. Keine Theorie ist zu verrückt. Fühlt euch frei, sie zu äußern. Vielleicht ist die richtige dabei. Und vielleicht gibt es ein fehlendes Puzzlestück und wir hören sehr gerne, was ihr denkt. Also vielen Dank, dass ihr hier zurückgekommen seid, trotz des Regens. Vielen, vielen Dank für die Leute hier, um diese Sachen wieder so schnell in Gang zu kriegen, hier das Setup im Saal. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, würden wir sie jetzt gerne entgegennehmen. Bevor wir jetzt mit den Fragen anfangen, gibt es nochmal ein Update. Der Plan hat sich etwas geändert. Der nächste Talk wird leider nicht stattfinden, er wird ausfallen. Er wird morgen um 12.45 Uhr in diesem Zelt gehalten. Das heißt, jetzt haben wir wirklich 22 Minuten mehr Zeit. Und ich würde die Referenten ermutigen, die Slide zu zeigen, aber das ist leider nicht möglich. Das heißt, wir gehen doch über zu den Fragen. Es gibt links und rechts Mikrofone. Kommt einfach nach vorne und stellt eure Fragen und jetzt haben wir eine Frage. Also, Dankeschön für den tollen Vortrag. Es dauert noch ganz kurz. Jetzt geht es los. Also vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte nochmal über die Batterie sprechen, über den Chip, der die Batterie steuert. Und ich habe da eine Idee. Aus meiner Sicht sollten Sie eigentlich keine Informationen enthalten, denn sie sind dafür nicht ausgelegt. Sie lernen über den internen Widerstand des Gerätes
sie haben natürlich schon viel Platz, und um da Identifikationsschlüssel dort reinzuspielen. Also wenn man das wirklich machen wollte, dann wäre es keine schlechte Idee, sie dort unterzubringen. Vielen Dank für diese Frage. Okay, ich habe keine Frage. Ja, es ist auch eine Frage. Ich würde sagen, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass Sie sich nicht um Schadsoftware Gedanken machen. Könnte auch sein, aber ich denke, Sie versuchen einfach alle Chips zu zerstören, in denen Snowden vielleicht Informationen hätte ablegen können. Was denkt ihr darüber? Nicht zufällig oder über historische Informationen, aber tatsächlich absichtlich durch Snowden gescheckte Informationen. Ich denke, sie haben einfach alles zerstört, wo Dinge gespeichert werden könnten. Ja, ich bin derselben Meinung. Ich denke, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie diese Chips zerstört haben, weil dort Schadsoftware drin sein könnte, sondern wegen der Dinge, die du sagst, weil dort Informationen gespeichert sein könnte. Ich wäre jetzt also nicht in Sorge, ob meine Batterie oder mein Trackpad-Controller meine alltägliche Computernutzung speichert. Das könnte zwar so sein, wenn die NSA so eingesetzt hätte, aber ich könnte dort Informationen absichtlich speichern, wenn ich es wollte. Und Sie haben vielleicht erwartet, dass das so passiert. Ja, man kann Informationen tatsächlich auf der Batterie speichern, man kann die Firmware aktualisieren und man kann auch Informationen dort speichern. Aber ich denke, dass der Grund, warum Sie diese Chips zerstört haben, nicht unbedingt, weil sie wussten, dass dort Snowden oder dass dort etwas gespeichert sein könnte, sondern ich denke, es geht einfach darum, dass es einfach bürokratische Gründe sind, dass sie alles auf dem Gerät erfassen, weil sie Vorsichtsmaßnahmen einsetzen wollten. Es gab das Potenzial und sie müssen dies tun für Top-Secret-Materialien. Also ja, absolut, falls es also Informationen gibt, die gespeichert sein könnten. Ich denke, eine der Theorien, mit denen wir arbeiteten am Anfang, war, es könnte Informationen gegeben haben, die dort über den normalen Ablauf des Apple-Gerätes. Und das Schöne mit einem Apple-Gerät ist, dass sie die Hard- und Software kontrollieren von einem Hersteller. Wir sind also in einer guten Position, um Apple hier nun zu fragen. Ihr seid diejenigen mit den Schemen, mit Schemazeichnungen für das Motherboard. Ihr habt den Chip. Ihr wisst genau, was dieser Chip tut, was Informationen geht hier durch und was für Informationen können gespeichert werden, einfach im normalen Ablauf. Nicht, weil vielleicht dort gezielt was ablegt. Und das ist also der Theorien, mit denen wir arbeiten. Aber natürlich, ich akzeptiere den Punkt, dass es auch um eine absichtliche Hinterlegung von reinen Informationen gehen könnte, die Sie loswerden wollten, ja. Jetzt die rechte Seite. Ja. War es nicht unnötig, den Laptop zu zerstören? Weil eigentlich sind die Informationen doch überall im Internet verfügbar. Die Frage habe ich hoffentlich richtig verstanden, ob die Dinge im Endeffekt im Internet gelandet sind. Snowden hätten noch im Netz irgendwo gespeichert sein können. Warum also den Laptop zerstören? Naja, sie mussten sie zerstören, weil sie Top-Secret-Informationen enthielten. Die ganze Information könnte noch existieren. Ja, sie existierte. Sie wussten, dass die Informationen auch in New York liegen. Ja, GCSQ wussten, dass die Kaskopien schon woanders existierten. Sie wussten dies sicherlich, als sie diese Dokumente zerstörten, dass dies also die Berichterstattung nicht beeinträchtigen würden. Das ist ein anderes Diskussionsthema. Es ist ein ziemlich sinnloser Akt, ein sehr symbolischer Akt. Aber ich denke, der wahrscheinliche Grund hierfür ist einfach Bürokratie. Sie hatten also müssten einfach den Regeln folgen, die sie hatten für und mussten diese Hardware also auf jeden Fall zerstören. Es scheint mir so, dass sie. Weitere Frage. War es nicht so, dass sie jeden Chip zerstört hat? Gab es Chips, die übrig blieben, die nicht zerstört wurden? Sie haben nicht jeden einzelnen Chip zerstört, den Sie vorhin können. Wenn ich hier zum Keyboard-Controller, Tastatur-Controller zurückgehe zum Beispiel. Eine Sekunde. Empfehlt ihr immer noch, Computer zu benutzen? Welche?
Ja, ihr könnt hier sehen, also in diesem Trackpad Controller haben sie nur die Chips hier, die in rot umrandet sind, zerstört und die gelb und orange zerstörten Chips, umrandeten Chips. Also es scheint mir so, dass sie nur Chips, sie haben, es gibt einen weiteren hier, der sehr interessant ist, der auf dem Motherboard ist, Motherboard des MacBook Air. Ich bin nicht sicher, ob ihr das aus dem Foto erkennen könnt. Tut mir leid, wenn ihr schwindelig werdet durch diese schnellen Durchsteppen durch die Folien. Aber es gibt hier einen Chip unten, wenn ihr diesen weißen diagonalen Streifen seht, oben links im Bild, das direkt darunter ist etwas, was sich der Thunderbolt Controller nennt. Und sie haben den nicht zerstört. Also sie waren hinter sehr spezifischen Chips her und nicht einfach allen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Es gibt noch eine kleine Durchsage, wie man zu sprechen hat am Mikrofon. Ja, also meine Frage. Ich wollte nochmal zur Frage zurückkehren, wo ihr erwähnt habt, ob man jetzt Inhaber des Gerätes ist. Die Sache ist, alles in deinem Computer ist eigentlich closed source und für uns nicht durchschaubar. Was empfehlt ihr, was sollen die Leute machen mit diesen Informationen, die sensitiv sind? Soll man eher auf Open Source gehen, wo man im Endeffekt den Code sehen kann und man hat einfach veröffentlicht, wie die Chips arbeiten, oder soll man lieber einfach günstigere Computer, Kleinstcomputer kaufen wie den Raspberry Pi, der einfach nicht so viele Minicomputer in sich enthält? Ja, gute Frage. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt hier in Ruhe oder mit gutem Gefühl irgendwelchen Laptop empfehlen könnte. Es gibt das Novena-Projekt, das versucht, einen Open-Source-Laptop zu erzeugen. Es gibt auch Purism, der den Libre N erzeugt. Ich glaube, es gibt, glaube ich, einen Binary Blob im Bootloader. Intel will diesen Source-Code nicht veröffentlichen, aber alles andere, jeder andere Chip, die in der Firmware ist Open-Source. Oder die Firmware für jeden anderen Chip ist Open Source. Also um hier nicht zu sehr verschwörerisch zu werden, die Lieferkette ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, wenn wir hier sehen, dass die NSA auch die Lieferketten infiltriert von Cisco-Routern, um hier Dinge zu reflashen, bevor sie am Endbenutzer, beim Endkunden ankommen. Ich bin also nicht sicher, ob wir zu diesem Zeitpunkt irgendwas empfehlen könnten, einen individuellen Laptop oder ein bestimmtes Gerät, die als sicherer gelten können als irgendwas anderes. Es tut mir leid, ich weiß einfach nicht. Es gibt vielleicht irgendjemand hier mit so viel Wissen über Laptops, also über Laptops, die vielleicht sehr gut sind. Es gibt den anderen von, wie heißt es noch gleich, das IBM ThinkPad T60, den man also neuem Zweck zuführen kann mit Software von der Free Software Foundation, vielleicht das auch, aber wir wiederum. Ob das nun sicherer ist oder weniger sicher oder ob die Komponenten hier okay sind, kann ich einfach die nicht beurteilen. Ja, also ja. Es gibt wohl nicht so viele Open Source Hardware Laptops und ich denke, dass wir sicherlich mehr davon brauchen, denn jetzt, wenn Leute eine Maschine kaufen von einem Laden, es ist also mehr oder weniger eine Blackbox, in die sie vertrauen mit zufälligen irgendwelchen Chips und sie glauben, vertrauen diesem ihr ganzes Leben. Also Firmen sind vielleicht transparent über das, was sie in diesen Blackbox haben. Also sie wollen aber nicht, dass Leute dies reverse engineeren. Deswegen haben wir haben also E-Mails geschickt und eine Weigerung bekommen. Ich weiß nicht, ob Leute Oracles Chief Security Officer kennen, der gesagt hat, dass sie kein gutes Gefühl hat mit Leuten, die ihre Produkte reverse engineeren, um Bugs zu finden. Also ich weiß nicht, ob nun Dell oder Apple oder irgendwelche anderen Hardwarehersteller hier das Reverse Engineering akzeptieren würden. Ich sage nicht, dass das ein Grund ist, das nicht zu tun, aber das ist das wohl, was man hier als vor sich hat, wenn es versucht, also zu Reverse Engineering zu viele Fehler zu finden. Ich würde gerne meine Meinung dazu noch äußern. Ich finde, wir besitzen nichts, wenn wir es nicht wirklich verstehen.
Ja, also ich finde, verstehe trotzdem den Standpunkt von euch. Also wenn man wirklich ein Gerät wirklich zerstören möchte, etwas leichter, dann sollte man vielleicht wirklich einfachere Computer wie den Raspberry Pi verwenden, als wirklich einen kompletten Mac zu verwenden. Ja. Vielleicht, du hast wohl recht. Die nächste Frage bitte. Okay, also ihr habt bereits erwähnt, dass es zu diesem Zeitpunkt dass noch nicht klar ist, wie man jetzt einen Laptop sicher zerstört. Aber nicht jeder hat wirklich jetzt die Geräte dazu, um einen Laptop wirklich professionell zu zerstören. Und die Frage ist, was würde man jetzt machen, um einen Laptop einfach mit den normalen Mitteln zu zerstören? Also mit dem aktuellen Wissen, was ich tun würde, ist, wenn ich unbedingt einen Laptop loswerden müsste, würde ich tun, was mit dem Terminator gemacht wurde, ernsthaft. Es wäre also das gesamte Gerät, das Motherboard, jede einzelne Komponente würde in so einen Industrieschredder gehen, die übrigens ziemlich teuer sind, etwa 2000 britische Pfund. Die also verwandeln eine ganze Festplatte in Staub in wenigen Minuten. Das wäre also die Art von Schritten, wenn ihr mit Leuten redet, die Bedrohungsmodelle und Risiken als Beruf machen. Offensichtlich wäre das wohl notwendig, abhängig von der Information, die auf dem Laptop ist. Und das könnte also extrem sein, aber deine Frage könnte sein, falls du also nur eine Quelle bist, die Informationen hat und unbedingt das Gerät loswerden möchte, ist dies vielleicht die Option, denn die Art von Leuten, die sich in Gerichtsverfahren befinden, die Gerichtsverfahren gegen euch durchführen, das sind also werden Leute sein, die die technischen Möglichkeiten und Ressourcen haben, um potenziell so viel Information wie möglich wieder bekommen könnten aus diesen Chips. Und ohne die Hersteller, ohne die Ehrlichkeit und Transparenz der Hersteller über das, was sie tun, ist es sehr, sehr schwer für uns, nicht einfach etwas anderes zu empfehlen, als einen Industrie-Shredder zu empfehlen, um sicherzustellen, dass all die Teile, die dabei entstehen, weniger als 2 mm groß sind. Also das ist eine der Theorien, die ich in einem früheren Talk vorgebracht habe. Und jemand machte einen sehr, sehr gültigen Einwand, nicht über Apple, weil ich glaube nicht, dass sie es benutzen, aber einige dieser Motherboards, wenn man die in Staub verwandelt, könnte dies tatsächlich giftiger Staub werden. Also einfach nur als ein weiterer Faktor, den ihr vielleicht berücksichtigen wollt, in der Frage, was ihr nun tun wollt eigentlich. Gut, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Habt ihr für den 33-Talk gehört über Open Source BIOS Ersetzung? Dankeschön. Und wo rausgefunden wurde, was jeder Chip tut? Ich habe das nicht selbst gesehen, aber das ist interessant. Ich werde das mir anschauen. Cobalt? Cobalt, ja. Also einige der Bootloader, soweit ich verstehe, und korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch habe, verlassen sich immer noch auf bestimmte Binary Blob. Yes, ja, es gibt einen Binary Blob. Aber er ging darum, er hatte aufgeführt, welcher Chip womit verbunden ist, welcher Chip Hauptspeicher zugreifen könnte. Also all diese Dinge, die wirklich wichtig sind, zeigte auch auf, welche Pins hier durchgeschnitten werden könnten, sodass der Zugang nicht mehr vorhanden ist, soweit ich mich erinnere. Ist das für einen für ein ThinkPad X60, also ein Core 2 Duo Prozessor, und man kann dieses Gerät haben, aber man braucht viel technisches Wissen, um es dann zu benutzen. Okay, das ist sehr gut. Dankeschön. Gut, dann vielen Dank. Also damit ist unser Vortrag beendet und vielen Dank nochmal an die Vortragenden. Ja, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Alles ein bisschen improvisiert.